Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal, zu einem kleinen Dienstagsvideo, kommt ein bisschen spät, denn heute geht es um drei Themen. Erstens, wie ich in der Weekend League abgeschnitten, zweitens, ich bewerte mein eigenes Weekend League Team und das dritte ist, wir müssen leider wieder über die EA-Server reden, denn mir würde interessieren, ob sie nur bei mir so schlecht waren oder generell. Aber bevor ich anfange, will ich einmal Danke sagen, denn für mich ist das unglaublich. Ich habe in den letzten 2 Wochen 10 Abonnenten dazu bekommen und das ist... Wer will diese Fresse sehen, ehrlich jetzt? Aber na, Spaß beiseite. Es ist, ich freue mich jedes Mal, wenn wer Neues dazu kommt, wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Aber bevor ich da jetzt sentimental wäre, fangen wir an, würde ich sagen. Und fangen wir an mit meinem Weekend League Ergebnis, was sehr, sehr, sehr enttäuschend ist für mich. Man sieht es hier nicht, Bestenliste, hier sieht man es, Gold 2. Und ich hatte noch 4 offene Spiele, aber es hat schon anders ausgesehen. Am Montag, also gestern, hatte ich 16 Siege und noch 8 offene Partien. Also ich war, es wäre sogar noch Elite drinnen gewesen, aber ich habe da am Montag, also gestern 10 Stunden oder 11 Stunden sogar gearbeitet. Dann ist gar nichts mehr gegangen, dann habe ich die ersten, ich habe 4 Partien gespielt, ich habe alle verloren und alle zurecht, denn ich habe wirklich scheiße gespielt. Ich habe dann heute in der Früh noch ein Spiel gemacht, wo ich 16 Siege hatte, das habe ich Gott sei Dank gewonnen, sodass es zumindest Gold 2 geworden ist. Aber das hat mir wirklich gefehlt. Der Freitag zum Spielen, der hat mir wirklich gefehlt. Am Montag habe ich eigentlich nie Zeit zum Spielen und mehr wie 15 Spiele kann ich mich nicht durchgehend konzentrieren. Samstag habe ich nur 4 Spiele gemacht. Da hatte ich was vor und dann, ich glaube, 18 oder so am Sonntag und ja, dann vermischen wir das Ganze gleich. Dann sind noch die Server dazugekommen, die waren bei mir wirklich schrecklich. Also in der Früh bis 11 ungefähr ist es gegangen. Von 11 vormittags bis 8 oder 9 am Abend war es der reinste Chaos. Es war verzögert, delayed bis zum geht nicht mehr und dann ist auf einmal wieder gegangen. Aber ja, was soll's. Also so war der Sonntag. Am Samstag habe ich alle Spiele gewonnen. Habe ich nur 4 gemacht und Freitag war eben nicht zum Spielen. Ja, Gold 2, mein Ziel war Gold 1, hätte ich wahrscheinlich erreicht. Mein Ziel bleibt Gold 1 und wenn ich das erste Mal Gold 1 habe, dann wird mein Ziel Elite sein. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir zur Mannschaft. Mit der Mannschaft habe ich gespielt. Ich werde alle Spieler von 1 bis 10 benoten. Fangen wir gleich hier an im Goalie. Chesney, die Stats kann man nicht hernehmen. Chesney, ja, der war solide, er hat mir einmal richtig den Arsch gerettet und was ich mir erinnern kann, er hatte 3 Patzer, wovon 2 Tore waren. Einmal, das war ein Schuss wie ein Rückpass, der ist reingegangen, da ist er einfach gesprungen, ist neben den Ball gesprungen. Einmal ist er von alleine rausgegangen, hat den Ball nicht erwischt, hat der Gegner dann aber verschossen. Und einmal auch, da hat er den Ball blocken können oder müssen, war kein Tor, aber ja. Für mich solide, ich würde sagen eine 8 von 10, weil einmal hat er mir echt den Arsch gerettet. Das war dann sogar ein Sieg. 8 von 10 würde ich sagen. Dann fangen wir an, Rechtsverteidiger Mbabu, der bekommt eine 6 von 10 oder 5 von 10, 5 von 10. Von denen war ich enttäuscht, ich habe mir viel mehr erwartet. Der ist immer, also es ist immer, beide haben die gleichen Anweisungen, ist klar, Breite habe ich nur eine eingestellt, aber der ist neben Akanji, entweder findet er Akanji so süß oder was, ich habe keine Ahnung, der ist immer, in jeder Situation ist der zu weit innen gestanden, ich habe keine Ahnung warum. Der war immer so weit innen, die Gegner haben außen immer durchbasen können, weil er so weit innen gestanden ist. Also, ja, 5 von 10 würde ich sagen, Akanji. Zudem fällt mir keine Note ein, der war so unauffällig, er ist nie gut aufgefallen, er ist nicht schlecht aufgefallen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er viel Zweikämpfe gewonnen hat, aber er hat auch nicht so wirklich Scheiße gebaut. Ich würde sagen, 6 von 10. Durchschnitt 6 von 10. Dann De Ligt, meine absolute Abwehrmaschine. Der hat, also wenn er nachgekommen ist mit dem Tempo, hat er alle Zweikämpfe gewonnen. Wenn die Gegner auf ihn zugelaufen sind, er hat auch alle Zweikämpfe so gewonnen. Den würde ich sogar eine 8 von 10 geben. Nur eine 8 von 10 eben, weil der Pace ein bisschen fehlt, aber sonst sehr solide, alle Zweikämpfe, also viele Zweikämpfe gewonnen, Kopfbälle hat er sowieso gewonnen. Und im Passspiel, schau mal, er hat eigentlich, ja, er hat 75 kurze Pass, an jeder Pass ist angekommen, denn er hat 4 Steine schwacher Fuß. Ja, 8 von 10. Dann Alexandro, komplett anders wie Mbabu, er ist immer
richtig weit, also genau so wie er stehen hätte sollen, ist er gestanden. Nicht so weit innen, nicht so weit außen. Deswegen ist es ja komisch, weil die Breite ist, kann man ja nur eine einstellen. Bei ihm hat das Stellungsspiel gepasst, bei ihm Babonat. Und er hat 81 Tempo, mit Shadow, glaube ich, kommt auf 91. In manchen Situationen hat man gemerkt, dass er zu langsam ist, aber er hat seine Aufgabe sehr gut gemacht. Er ist gar nicht so klein, glaube ich, als 1,80. Er hat Kopfwelle gewonnen, wenn was Langes gekommen ist. Wenn was Langes gekommen ist, Kappa. Und er ist beweglich genug, er hat den Base, er hat die Verteidigungsstats, also ihm würde ich auch eine 8 von 2 geben. Dann gehen wir gleich hier hin, Zakaria war für mich ein Komplettausfall. Ein Komplettausfall, er kann keinen Ball annehmen, er kann keinen Pass spielen, er gewinnt keine Zweikämpfe, obwohl er körperlich so stark ist. Für mich ist Zakaria eine 3, eine 3 von 10 und da hat er noch Glück, dass er eine 3 bekommt. Also ich baue mein Team um bis zur nächsten Weekend League und ich bin so froh, dass ich nicht mehr Zakaria spielen muss. Der war für mich eine komplette Katastrophe. Vor allem beim langsamen Gameplay hat er sich angefühlt wie eine Bronzekarte, wie eine 45, glaube ich, ist das geringste 45er Bronzekarte. Von der Ausdauer hat man nicht gemerkt, die war so schnell weg. Von seiner Stärke, Aggressivität hat man nichts gemerkt. Von seinem Zweikampf hat man nichts gemerkt. Von seinem Körper. Das Einzige, ich hätte gedacht, er hat einen Stern schwacher Fuß, unbeweglich, nicht passend. Also über den habe ich mich so oft aufgeregt. 3 von 10 und da ist der Bruder gut beraten. Dann gehen wir zum zweiten Zehner. Ja, gehen wir zum zweiten Zehner. Nainggolan. Nainggolan ist für mich eine 10 von 10. Der ist eine 10 von 10. Der gewinnt die Zweikämpfe, der macht Spielaufbau, der macht Wege nach hinten, der macht Wege nach vorn. Das ist ein Little Hullet, glaube ich. Der ist echt unglaublich. Komplett anders wie im Babu, er ist zwar nur 1,76 groß, aber der haut seine 1,76 rein bis zum geht nicht mehr. Der kämpft um jeden Ball, der hat 89 Ausdauer, die merkt man Stärke, 75. Entweder fällt er nicht auf, weil er nicht so groß ist oder was, aber der drückt die Gegner weg. Aggressivität kann man von ihm auch glauben, dass er 99 hat. Defensives Bewusstsein, faire Zweikämpfe, Grätschen, er gewinnt auch, gut, Grätschen hat er so eh 99. Faire Zweikämpfe, er gewinnt die Zweikämpfe, er macht einen guten Spielaufbau und er hat, na gut, nach den Toren kann man nicht gehen, aber er hat, ich würde sagen, er hat in der Weekend League sicher auch 10 Tore gemacht und das ZTM, denn ich spiele das 4-2-2-2 und er hat hinten bleiben, aber er ist, genau weil er hoch hat, er ist überall, Zakaria, was hat der, Mittel, der ist nirgends. Also, Nainggolan 10 von 10. Dann nehmen wir die zwei, was außen gespielt hat, die zwei Stürmer zum Schluss, würde ich sagen. Insigne, er hat 34 Stärke mit Anker, was hat 39 und die merkt man. Er verliert so oft den Ball, er fliegt bei jedem Zweikampf hin. Er hat zwar ein paar, gut, nach den Toren kann man wieder nicht gehen, er hat ein paar schöne Tore gemacht, er hat ein paar schöne Auflagen gemacht, aber sobald der Verteidiger neben ist im Zweikampf, verliert er den Ball. Da kann man Schieling machen, da kann man Ballrolle machen. Ballrolle geht vielleicht noch, dass er sich irgendwie rauswindet, weil er so klein ist. Aber in Zweikampf darf er nicht kommen und er wirkt auch, er hat nur 70 Ausdauer, ist relativ schnell müde und er wirkt dann ab der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so spritzig. Also für eine Halbzeit ist er top, ab der zweiten Halbzeit nicht so. Ich würde sagen eine 6,5 von 10. Dann Lozano, mein Erstbesitzer, der ist ein Traum. Der ist für mich ein Traum. Hat auch nur 80 Ausdauer, der rennt das ganze Spiel durch, ist wie groß der 1,75, der setzt sich auch durch, obwohl er nur 60 Stärke hat, der ist schnell, der überrennt die Leute, der hat ein gutes Passspiel, vor allem die scharfen Stangelpasse, die kommen bei ihm an und bei ihm sind sie witzigerweise nicht so gut angekommen, obwohl Insigne besseres Passen hat. Der hat auf der Karte bessere Passstats, aber im Spiel hat Lozano viel bessere Pässe gemacht, Ihr versteht mich, aber er kriegt von mir ein 9 von 10. Dann zu den zwei Stürmern fangen wir an mit Mertens. Mertens hat mir am Anfang absolut nicht gefallen, aber er ist von Spiel zu Spiel besser geworden, muss ich sagen. Das Einzige, er könnte schneller sein, aber da kann man auch was anderes rauf tun. Ich habe Dead Eye auf ihn rauf getan. Die Stärke merkt man auch bei ihm. Er hat nur 37. Ausdauer als Stürmer merkt man nicht so. Also er windet sich oft durch, er kann oft durchtrippeln, aber wenn der Verteidiger neben ist, der braucht nur Anstoßen bei ihm und Mertens fällt. Der verteidigt keinen Ball. Er hat aber viele Tore gemacht und ich würde ihn eine
Was gebe ich hin? Eine 8,5. 8,5 von 10 kriegt er. Dann Martinez. Martinez ist genau das gegengesetzte Beispiel von Mertens. Er hat mir am Anfang besser gefallen. Er hat immerhin innerhalb von der Weekend League, ich glaube, das ist schon mein 10. Versprecher jetzt, hat innerhalb von der Weekend League abgebaut. Was man ihm zugute halten muss, er hat Bauerkopfball und das merkt man. Wenn Flanken kommen und er kommt irgendwie zum Ball, wird es auf jeden Fall gefährlich. Dribbling ist in Ordnung. Geschwindigkeit könnte schneller sein, deswegen will ich mein Team umbauen. Ich brauche schnellere Spieler, ich brauche mehr Meterspieler, wie man sieht. Und ja, Ausdauer 77, Stärke, Aggressivität, das passt alles. Sprungkraft, aber Dribbling und Antritt oder generelles Tempo müsste schneller sein. Sein Abschluss passt auch. Und er bekommt von mir eine 8 von 10 auch. Eine 8 von 10. Und von den Jokern, den habe ich kein einziges Mal eingesetzt, wie man sieht. Der hat noch 0 Spiele. Paulinho ist immer für Zakaria reingekommen. Der bekommt als Wechselspieler eine 8 von 10, würde ich sagen. Dann habe ich nur mehr Teixeira und Han eingewechselt. Wie ist der? Und Wang eingewechselt. Han ist von Fast and the Furious. Teixeira gefällt mir auch sehr gut, den habe ich seit Anfang an. Den habe ich mir noch um 8,4k gekauft. Ich glaube, jetzt ist er 1000 wert, wenn überhaupt. Der ist immer für Mertens reingekommen, hat schön Wirbel gemacht, hat einmal Tore gemacht. Wie viel Stärke hat der? Ja, der hat 72 Stärke und das hat man auch immer gleich gemerkt, dass er sich besser durchsetzt. Und auf der Seite ist immer Wang reingekommen. Der hat das Tempo mitgebracht. Wie gesagt, der hat 9 Spiele, 3 Tore. Er hat... Passspiel ist ausbaufähig, aber wenn es da sein hat müssen, hat er auch den vorletzten Pass geschafft. Hat auch 3 Tore gemacht. Ja, sonst die zwei, also den habe ich nie eingewechselt. Okay, einmal, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bronzespieler natürlich nicht. Und ja, über die Server habe ich eh schon geredet, dass die eben am Sonntag komplett kacke war. Am Montag, ich kann es nicht sagen, wie es am Montag war. Ich war so fertig von der Arbeit. Samstag waren sie in Ordnung. Die 4 Spiele, was ich gemacht habe, waren die Server. Am Samstag waren sie in Ordnung. Sonntag Vormittag in Ordnung. Mittag bis Abend kacke. Und ab Abend bis in die Nacht hinein waren sie wieder gut. Und ich laber jetzt schon wieder fast 20 Minuten. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich wünsche euch was. Wie gesagt, Herz geht raus für jedes Abo, für jedes Like, für jeden Kommentar, den ich bekomme. Ich freue mich immer riesig. Ich wünsche euch eine gute Nacht, denn das Video kommt ziemlich spät raus. Und ciao, bis dann.